Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. Mein Name ist Dr. Skill, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge versuchen wir hier ein bisschen den Leuchtturm voranzubringen. Nachdem er ja jetzt hier oben schon sein Dach hat, aber mir noch mal ein paar Blöcke fehlen. Ich schau mal, wie viel fehlen denn eigentlich noch in Stückzahl. 1, 2, 3, 4, 5 würden fehlen. Ja, damit komme ich klar. Ui. Ja, damit komme ich nicht klar. Das war Fallschaden, den ich nicht gebraucht hätte. So, das heißt erstmal ein schönes Brot gönnen. Ich brauche 5. Das heißt, es reichen eigentlich 3. Okay, dann überlege ich gerade. Das ist auch 5x5 Fläche. Das heißt, ich bräuchte 20 Zäune. Für den ersten Schritt. Also sieht das ja so. Dann möchte ich das Ganze noch nach oben bauen. Nehme ich das auch noch mit. Tun wir einfach einen Gefallen und nehme die Steinsäge mit nach oben. So. Das ist eine gute Idee. So, die Folge wird auch parallel wieder gelivestreamt. Deswegen antworte ich mal nebenbei auch wieder ein bisschen an Chat für alle, die es dann in YouTube im Nachgang schauen und sich sonst wundern, warum ich mit mir selber irgendwie Konversationen führe. So, das passt. Ja, dann kann ich einfach an die Leiter. Okay, alles klappt. Das ist schön. Vielen lieben Dank. So, ich hätte das jetzt einfach mal hier so. So wollte ich das eigentlich auch nicht, aber ist okay. So, jetzt mache ich hier überall eins drauf. Mit zwei drauf gesagt. So. Und dann das Ganze irgendwie schon wieder verknüpfen. Verrottete Fleisch brauche ich gerade nicht. Mal weg. Mal hier so. Kleine Idee. Klein ist sie nicht wirklich, aber ich habe eine Idee. So, jetzt hier nochmal so rum. Okay. So. Und hier nochmal. Oh, jetzt muss ich mir kurz überlegen. Es gibt doch diese. Heißt das Beacon, glaube ich, auf Englisch. Wie baue ich den? Ist das schwierig? Ist das einfach? Brauche ich einen Netherstern? Wo komme ich den her? Dafür brauche ich einen Wither. Okay, das heißt, ich brauche dafür 3 Skelette. Okay, das ist ein bisschen komplizierter. Gut. Also minimal komplizierter. Trifft es wahrscheinlich ganz gut. So, das heißt, ich hätte hier oben mal noch eine Lücke gelassen. Der kommt dann hier so und dann so. Das heißt, ich mache mir mal hier noch so eine. Ja, quasi so einen Platzhalter. Ja. Platzhalter ist, glaube ich, ein guter Begriff. Da kommt dann am Ende hier der Beacon hin und dann ist das cool. So, das heißt, jetzt erstmal hier kurz einmal rumbauen. 1, 2, 3, 4 nochmal. So. Ja, und dann ist es halt eine Überlegung, ob ich dann auch nochmal da hinbaue, um eins drüber zu sein. Oder mache ich da vielleicht so halbe Stufen hier? Ich glaube, halbe Stufen könnten auch nochmal sehr hübsch aussehen. Hier ist einfach mal. Also hier auf der Höhe auch nochmal so eine halbe. Hoppala, ja, aber die halben Stufen wirken gut. So, ich habe jetzt glaube ich den alten. Oh, das habe ich ja komplett falsch gebaut hier. Ärgerlich. Wie brauche ich noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist 5 Steine im Endeffekt. Oder ich hätte die anderen eingesammelt. Das wäre natürlich auch noch gegangen. Aber ist okay. So. Ja, dann hier noch. Okay. Dann wird das hier eigentlich soweit abgeschlossen. Jetzt muss ich nur. Wo ist mein Gerüst? Da. So, eine Stufe runter. Geht auch. So, das. Oh, achso, die Zäune habe ich hier. Hier fehlt vielleicht noch eine Fackel. Wenn man mich jetzt persönlich fragen würde. Brauche ich hier 3, 6, 7, 8? Nee. Doch. Ich brauche nochmal Steine. Ich muss hier vielleicht auch noch eine Fackel reintun, obwohl das brauche ich gar nicht so. Aber ich hätte hier ganz gerne dann
Kann ich mir Nee, kann ich mir auch nicht. Oh, ich habe wieder nichts dabei. Ehrlich. Da noch so eine Stufe, so eine Treppe, so ein. Ach, wie heißt das denn? Teil zum Aktivieren. Das müsste da noch hin. Überspringe ich erstmal ganz kurz die Nacht. So. Stark. Okay. Ach, hier ist die eine Stufe noch hin. Dann brauche ich aber noch einen Stein mehr. Tatsächlich einen Stein bräuchte ich mehr. Mal hier auch ein paar rein. Dann einfach mal welche brennen. So, in der Zwischenzeit kann ich mir auch unten einmal kurz Wasser holen. Ich finde es hier immer noch irgendwie hübsch. Jetzt sieht man das da auch schon. Es fehlt halt einfach die Wolle noch, damit der Leuchtturm hübsch aussieht. Aber so, dass man sich schon mal vorstellt, ist es ganz nett in meinen Augen. Könnte natürlich noch ein bisschen besser aussehen, keine Frage. Aber er hat sogar lustigerweise die gleichen Farben. Die Flagge fällt mir gerade auf. Sehr stark. Was für ein Zufall auch. Habe ich am Anfang, glaube ich, gar nicht bedacht, als ich es gemacht habe. So, jetzt habe ich hier die 4 vermissten Steine. Dann hier einmal kurz durch. Ich habe die 8 von oben zumachen. Und dann kann ich hier auch noch kurz eine Tür reinbauen. So, jetzt schaue ich mal hier so eine Tür. Ach, man kriegt gleich 3 Fichtentüren. So, die Tür für den Leuchtturm. So, die anderen können hier rein. Erde brauche ich gerade nicht so viel. Um ehrlich zu sein, ich würde hier nochmal so 3 von den Steindruckplatten mir mitnehmen. Ich kann die hier davor und dahinter platzieren. Praktisch. Dann brauche ich bloß nochmal einen Stein. Weil ich das gleiche Problem hier oben auch habe. Also Problem in Anführungsstrichen. So. Deutet einfach hier hoch. Also ein bisschen komisch, dass das hier alles nur so als Gerüst ist. Hier fehlt halt noch viel Wolle. Gebe ich offen und ehrlich zu. So, also hier hätte ich so eine. Ja, irgendwie finde ich es hübsch. Irgendwie finde ich diesen einen Block hübsch. Ich weiß gerade gar nicht wieso. So. Das hätte ich so gelöst. Das ist jetzt eigentlich auch okay. Den kann ich aber auch nochmal wegtun. Ich kann das auch hier so lösen. Einfach mal hier sowas in die Mitte, dann ist das hier eigentlich auch gut genutzt. Dann kann man hier rüber, oder ich mach's mir auf der anderen Seite auch nochmal so und dann kann man hier einfach wieder runter. Ist doch nett. Ich find's schlau gelöst hier das Ganze. Weiß ja nicht, wie ihr seht, ihr könnt jetzt mal reinschreiben. Aber ich finde, das hat was. Man kommt hier entlang, man kommt da lang. Ja, schon Schlimmeres gesehen. Ist aber auch vielleicht schon Hübscheres, aber im Großen und Ganzen eigentlich nett. So, das heißt, ich kann das Gerüst könnte ich wegtun. Ich kann es aber für die Wolle noch behalten. Apropos Wolle. Das heißt, ich gehe mal wieder zur Richtung Schafe. Oder? Habe ich irgendwas Spannenderes hier gerade zu tun? Da oben sind auch noch rote Blumen. Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, ich habe gerade einen Enderman hier gesehen, oder? Ja. Ja, der ist gerade irgendwie hier da so lang gegangen. Ich weiß gar nicht, ob man es gesehen hat. Naja. Gut, dann habe ich mir die Steine wieder. Hab nochmal 20. Eine Leiter, die ich jetzt eigentlich nicht mehr brauche. Ah, die könnte ich alles noch brauchen. Den Farbstoff tue ich mir hier rüber. 64 habe ich. Ja, das ist halt noch ein bisschen was zum Bauen. Keine Frage. Könnte man vielleicht. Wie sind denn das? Das sind 6, 12, 18, 24. Wenn ich ein Stack habe, kann ich hier die eine Seite fertig bauen. Dann kann man sich mal anschauen, wie es aussieht. Aber aktuell wirkt es ja eher nur. Ja, ist halt so da. Muss man so auf den Punkt zu bringen. Finde ich auch immer noch schön gelöst hier. Ja, man sieht hier so diese einzelnen Stufen. Weil ich finde irgendwie, das war irgendwie. Eine ungewollte, schöne Sache. Könnte ich mir eigentlich überall fast vorstellen. So, jetzt schaue ich mal kurz. Das hier mal so machen. Brauche ich es auch mal weiter, ja wahrscheinlich eine neue Eisenrüstung. Okay, jetzt möchte ich aber nochmal gucken. Ich hatte ja gerade dieses Wassergeräusch gehört. Was sich denn hier drüben irgendwo versteckt? Irgendwas muss ja hier immer sich lang bauen, mehr oder weniger gefühlt. Ein Skelett, und das ist das da, ein Zombie unter Wasser.
Ah, so ein schiffbrüchiger Zombie. Jetzt verstehe ich's. Okay, der macht die Geräusche hier. Das heißt, ich brauche mal Fackeln wahrscheinlich. Um hier ein bisschen auszuleuchten, hole ich mir mal die Kohle vom Unterwasser. Kann ich die auch irgendwie von hier abbauen? Ja. So. Das eine Stück Kohle hätte ich noch gerne. Okay, ich dachte gerade schon, ich krieg's nicht. 12 Fackeln, aber ich hätte auch die da oben abbauen können. Hätte wahrscheinlich genauso gut funktioniert. So, also hier mal ein bisschen ausleuchten, das Ganze. Oh, das Skelett auf mich schießt, ist nicht so cool. Okay. Die Zombies sind ja jetzt nicht so schlimm. Gut, ja, geben auch noch verrottetes Fleisch. Gut. Leuchte ich hier mal ein bisschen was aus, dann ist hier auch gleich angenehmer. Stark. Hat man hier auch seine Ruhe. Ja, ist ja auch immer schön, nicht die ganze Zeit die Mobs zu hören. Ah, hier könnten auch noch welche, wenn sie mal wollen, spawnen. So, mach ich mal hier hin. Und da oben auch hin. Ups, den er war gar nicht gewollt. Ja, ist hier zumindest erstmal alles ausgeleuchtet. Gut. Sehr angenehm. Das passt auch. Dann als nächstes könnte ich mir jetzt vorstellen, Richtung Schafe eigentlich gehen zu wollen. Die Wolle holen. Oder ich kann mal auch einfach hier mal ganz verrückte Art und Weise reinbauen. Mal gucken, wie viel Blöcke man hier Platz hat, bevor der Durchbruch kommt. Ja, ich habe anscheinend viele Blöcke, ha? Kommt hier irgendwann ein Durchbruch? Hier kommt der Durchbruch, okay. Okay, dann mache ich mal hier so. Dann habe ich schon mal so eine grobe Orientierung, wie tief ich eigentlich hier reinbauen kann. Da muss ich rein, aber da muss ich auch nach rechts gehen. Nach links habe ich dann nicht so viele Möglichkeiten, aber das ist auch, glaube ich, halb so wild. Das heißt, einfach hier so den Boden austauschen, da nach rechts hier einen kurzen, schönen Übergang bauen, ohne dass es so sehr auffällt. Einfach hier mit solchen Fichtenstämmen. Naja, fehlt nochmal einer, aber dann hat man hier so einen schönen Übergang. Und dann ist das eigentlich ja auch eine sehr interessante Geschichte, die hier gebaut wird. Mal abgesehen davon, dass es hier dann immer weitergeht und so fort und so weiter und aber ich finde es ganz hübsch. Gut, mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich aber auch erstmal wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.